oder część dymu do serca dla dobrych uczuć. So ein bisschen im Körper entlang streichen, damit der Körper gesund bleibt. Trochę dla zdrowia, na ciało sobie rozodymić, ukalić. Über den Kopf für gute Gedanken. Głowę na dobre myśli. Ja, dann kann man es weitergeben. I można przekazać dalej. Und ich bitte euch, dass ihr euch gleich hier grob verteilt, hier von diesem Punkt an so ungefähr 30 Meter, 20, 30 Meter euch entfernt. Chciałbym, żebyśmy się teraz tak porozdzielali w promieniu jakichś 30 metrów, tak swobodnie. Und dann die Augen schließt, noch besser, wenn ihr die Möglichkeit habt, die Augen verbindet. Zamknijcie oczy albo je sobie zwiążcie. Wer ohne Brille nicht sieht, kann die Brille einfach absetzen. Kto bez okularów nie widzi, może je po prostu zdjąć. Und dann, dann werde ich ein Geräusch machen. Ich werde mich irgendwo hinstellen und werde ein Geräusch machen. Ja, gdzieś sobie ustanę i zrobię dźwięk. Und ich bitte euch, dass ihr mit geschlossenen Augen auf dieses Geräusch zugeht. I proszę, żebyście z zamkniętymi oczami wtedy dotarli do tego dźwięku. Jetzt machen wir eine Übung mit den Augen. Teraz będzie ćwiczenie na oczy. Eine Übung, auch, die gut ist, um anzufangen mit dem Fährtenlesen, mit dem Spurenlesen. To jest dobre takie ćwiczenie na to, żeby zacząć czytanie śladów. Zdecydujecie zaraz w grupie, trzy osoby biorą drąga. Und ziehen diesen Stock und verstecken sich mit dem Stock. Sie haben ungefähr, sagen wir, 4 Minuten Zeit, um mit dem Stock wegzulaufen. Oder wegzugehen. Ciągną tego kija, odchodzą gdzieś dalej i się z nim chowają. Wer sagt mehr als 20? Kto mówi więcej niż 20? Wie viel sagst du? Więcej. Kolko. Mehr. 25. 25 może? Ein Biber kann 25 Kilo wiegen. Ein Biber wiegt mehr Kilo als ein Reh. Właśnie bóbr może ważyć 25 Kilo. Waży więcej niż sarna. Wie groß ist der Hinterfuß von einem Biber ungefähr? Jak duża będzie stopa tylna bobra? Okay. Merkt ihr, was jetzt passiert ist? Merkt ihr, was jetzt passiert ist? Zauważyliście, co teraz się stało? Wir haben alle auf denselben Fleck Erde geguckt und am Anfang waren wir uns alle sicher, da ist nichts. Patrzyliśmy wszyscy na ten, zobaczcie, co zaszło. Najpierw patrzyliśmy wszyscy na ten sam kawałek ziemi i mówiliśmy, tam nic nie ma. Jetzt und dann haben wir auf einmal einen Vogel gesehen, einen großen Vogel. Potem wszyscy widzieliśmy wielkiego ptaka. Und jetzt sehen wir den Fuß eines Bibers. A teraz wszyscy widzą ślady bobra. Okay. Ja, jetzt machen wir noch was. Wir gehen in Dreiergruppen zusammen. Teraz jeszcze coś zrobimy. Wyruszymy w trójkach. Ihr dürft nicht miteinander reden. Idąc w tej grupie trójce, nie możecie ze sobą rozmawiać. Ihr dürft auch keine Geräusche machen. Starajcie się też nie wytwarzać dźwięków. Und ihr lasst euch nur von dem leiten, was euch gerade interessiert. I jakby pozwalacie prowadzić się temu, co was właśnie zainteresuje. Thank you.
Gdzieś mi Rudzika, gdzieś mi Dzięcioła. Wir haben Rotkehlchen gesehen, wir haben einen Specht gesehen. Oczywiście dużo śladów dzików. Wir haben also viele Wildschweinspuren gesehen. Odciski stóp, miejsca żerowania, Fußabdrücke, rozgryzione żołędzie, odchody. Angeknabberte.